Ey, ich kann diesen Mist echt nicht mehr lesen. Ey, mittlerweile habe ich echt das Gefühl, das Internet besteht nur noch aus Hasskommentaren. Extremisten, Terroristen, Neonazis, alle nutzen sie das Netz für ihre Zwecke. Und vor allem auf unseren sozialen Plattformen. Aber woher kommt denn eigentlich diese digitale Radikalisierung? Und vor allem, was kann man dagegen tun? Diesen Fragen gehen wir heute nach in den Netzgeschichten. Wir können uns im Netz ja über alles Mögliche austauschen und wir finden für das absurdeste Hobby Menschen, die uns verstehen. Social Networking eben. Aber das funktioniert leider auch mit extremistischen Ideen. Und da zeichnet sich eine ganz schön krasse Entwicklung ab. Denn die Radikalisierung, vor allem im rechtsextremen und im islamistischen Bereich, wird im Netz immer größer. Bei der Telegrafen-Lounge in Berlin diskutieren Experten zu dem Thema. Und mit denen spreche ich jetzt auch. Bei mir ist jetzt Herr Kelber. Er ist aktiv in der Taskforce zum Umgang mit rechtswidrigen Hassbotschaften im Netz. Herr Kelber, man sagt ja immer, wenn einmal die Hassbotschaft im Netz ist, dann bekommt man sie nicht mehr runter, weil was einmal hochgeladen ist, das geht so einfach nicht mehr weg, generell im Internet. Was macht man jetzt aber, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn die Hassbotschaft schon gepostet wurde? Ja, man muss sich der Tat auseinandersetzen. Es nimmt nach wie vor zu. Radikalinskis haben einfach mehr Zeit und mehr Engagement, sich einzubringen. Trotzdem gilt, man darf sich nicht vertreiben lassen, man muss gegenhalten. Man muss aber auch die Wege gehen, zu sagen, wenn es Straftaten sind, gehören die angezeigt und gelöscht. Und wie funktioniert diese Löschung dann? Wer übernimmt das? Ja, wir verlangen von den Plattformbetreibern, dass sie Verantwortung übernehmen. Die können sich nicht rausziehen und sagen, das ist ja nur irgendwie ein Ort, sondern an vielen Stellen wird ja mit den Daten so gearbeitet, dass man sagen kann, das ist wirklich ein Meinungsmitmacher. Von denen erwarten wir, dass sie im Rahmen der uns gemachten Zusagen in der Taskforce solche gemeldeten, ja, Straftaten darstellenden Beiträge innerhalb von 24 Stunden prüfen und löschen. Das Internet ist in der Tat kein rechtsfreier Raum. Natürlich kann nicht nur die Politik aktiv werden. Es gibt auch Organisationen, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen. Eine davon ist die Amadeo-Antonio-Stiftung, die sich gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus einsetzt. Und davon ist jetzt Frau Raphael bei mir. Frau Raphael, was gibt es denn für Mittel gegen Hass im Netz und was kann man selbst dagegen unternehmen? Gegen Hass im Netz hilft vor allen Dingen, wenn wir alle zusammen was machen. Also, dass man nicht irgendwie sagt, da sollen die einen oder die anderen verantwortlich sein, sondern das ist halt jeder von uns tatsächlich. Also das heißt, natürlich ist wichtig, dass Politik Impulse gibt, dass es auch die Justiz aktiv wird, wenn sie es muss. Aber vor allen Dingen sehen wir halt tatsächlich, dass das meiste, was wir im Moment an Hassrede in sozialen Netzwerken sehen, nur auf eine Art und Weise wirklich bearbeitet werden kann, und das ist Gegenrede. Also tatsächlich jeden Tag aktiv sein in der eigenen Freundesliste. Bei mir ist jetzt Lutz Mache von Google. Herr Mache, was mache ich denn, wenn ich als User selbst von Hasskommentaren betroffen bin oder mitbekomme, dass andere Hasskommentare schreiben? YouTube ist zunächst eine Plattform, die für alle möglichen Inhalte da ist. Für lustige Inhalte, für informative Inhalte, für unterhaltsame Inhalte. Und auch eine lebendige Community pflegt. Mhm. Und diese Community wollen wir auch beschützen und dafür sorgen, dass sie wohlfühlbar ist. Und deswegen hat ein Nutzer, der Hass erlebt oder auch sieht, die Möglichkeit, vor allem Videos oder auch Kommentare bei uns zu melden, die gegen unsere Nutzungsrichtlinien verstoßen. Die Mehrheit der Meldungen prüfen wir innerhalb von 24 Stunden. Sollten sie gegen unsere Nutzungsrichtlinien verstoßen, nehmen wir diese auch runter. Bei mir ist jetzt Susanne Rüttrich. Sie sitzt nicht nur für die SPD im Bundestag, sondern ist auch Vorsitzende der Arbeitsgruppe Strategien gegen Rechtsextremismus. Frau Rüttrich, was kann denn die Politik gegen diesen Extremismus tun? Also das Erste, was ich mir mal von Politikerinnen und Politikern, wie von allen anderen auch, wünsche, ist, dass sie sich nicht selber menschenverachtend und demokratiefeindlich im Netz bewegen. Das wäre mal so eine Grundannahme. Und da kenne ich leider andere Beispiele. Das Zweite ist, wir dürfen an und für sich allen menschenverachtenden, einschränkenden, demokratiefeindlichen Einstellungen nicht Tür und Tor öffnen. Wir haben bei uns im Familienministerium ja die Förderung für die Demokratieprojekte. Die erhöhen wir, verdoppeln die auf 100 Millionen. Und das Dritte ist, was ich immer dazu sage, dass die Sachen, die in der Analogwelt verboten sind und strafbar sind, die müssen auch im Netz strafbar sein. Und da muss man gucken, wie man das durchsetzen kann, wenn dort Beleidigungen, Menschenverachtung, Aufruf zu Hass und Gewalt passiert, dann darf das dort nicht folgenlos bleiben. Wenn ihr also Inhalte entdeckt, die extremistisch oder rechtswidrig sind, dann unbedingt melden, weil nur so können wir auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass diese Entwicklung umgekehrt wird.
Mein Fazit ist, wenn schon Anbieter, Politik und Organisation sich zusammentun, um gegen den digitalen Extremismus vorzugehen, dann sollten wir als Bürger das auch tun, oder? Und nicht vergessen, abonnieren. Dann sehen wir uns auch nächste Woche wieder zu den Netzgeschichten.